Gott bringt Licht ins Dunkel des Lebens, doch nicht alle Erlebnisse werden dadurch verständlich. Bühl am vergangenen Sonntag. Es ist ein schöner Tag für Erzbischof Robert Zollitsch. Zum einen, weil ihm die Kolping-Plakette verliehen werden soll. Zum anderen, weil er hier viele alte Bekannte trifft. So auch Stadtpfarrer Wolf-Dieter Geißler. Sie kennen sich auch schon länger? Ja, während seines ganzen Studiums, nicht wahr? War ich natürlich sein Direktor. Ne? Für mich ist er ein langjähriger Wegbegleiter, der die Menschen gut kennt. Offenheit, Verständnis, Dialog, diese Attribute sind kennzeichnend für Robert Zollitschs Leben. Er wächst in dem kleinen Dorf Filipova in der donauschwäbischen Region im Königreich Jugoslawien auf. Die Schrecken des Zweiten Weltkrieges haben ihn stark geprägt. Der 5-jährige Robert erlebt, wie Partisanen seinen 16-jährigen Bruder erschießen. Er, seine Mutter und seine Großmutter kommen ins Lager. Hier erfährt er das Dunkle des Lebens, das er nie ganz verstanden hat, wie er selbst sagt. Es war eindeutig dieser Hintergrund mit da. Und als ich dann kurz vor dem Abitur überlegte, welchen Beruf wollte ich ergreifen, da war mich die Frage, wie kann ich das, was mich jetzt in dieser schweren Zeit getragen hat und der Glaube, der immer an mir gewachsen war und die Geborgenheit in Gott, wie kann ich das den Menschen weitergeben? Der Familie gelingt die Flucht, über Ungarn kommt sie nach Deutschland. In Tauberbischofsheim geht er aufs Gymnasium und besucht das katholische Konvikt. Dort lernt er Hugo Ott kennen. Als Oberstufenschüler betreut Ott die jüngeren Schüler, zu denen auch der kleine Robert gehört. Bis heute sind die beiden befreundet. Er war munter, also gab überhaupt keine Frage, dass er irgendwie wusste auch, dass er was kann. Auch sportlich war er, glaube ich, recht tüchtig und hat sich insgesamt eingebracht. Aber er war ein frommer Bub, würde ich sagen. So habe ich ihn in Erinnerung. In Freiburg studiert Zollitsch Theologie und wird 1965 zum Priester geweiht. Sehr schnell steigt er die kirchliche Karriereleiter nach oben. 1983 wird er Personalreferent der Diözese Freiburg, 2003 ihr Erzbischof und 2008 sogar Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. In seine Amtszeit fallen nicht nur der Papstbesuch, sondern auch die Aufdeckung des Missbrauchsskandals und innerkirchliche Auseinandersetzungen um Reformen. Eine schwierige Zeit für den Brückenbauer. Das hat ihm zu schaffen gemacht und hat ihn bekümmert. Und er hat sicherlich manche schlaflose Nacht verbracht. Robert Zollitsch setzt auf Aufklärung und Dialog. Er will nach vorne gehen, aber ohne Rom zu brüskieren. 2012 ruft er den Dialogprozess ins Leben. Dafür bekam er in Bühl die Kolping-Plakette verliehen. Ich stehe ganz in der Tradition unserer Kirche. Insofern bin ich konservativ. Aber ich weiß, dass die Zukunft der Kirche heißt, in die Zukunft zu gehen. Denn wer stehen bleibt, geht rückwärts. Also muss ich auch schauen, wie wir gemeinsam den Weg in die Zukunft finden. Insofern meine ich, brauchen wir auch viel Neues. Heute feiert Robert Zollitsch seinen 75. Geburtstag. Nach den offiziellen Feierlichkeiten zur Stunde mit einem Volksfest im Garten des Freiburger Priesterseminars. Und jetzt habe ich die Gelegenheit, dem Jubilar persönlich zu gratulieren. Wir schalten direkt zur Feier in den Garten des Priesterseminars nach Freiburg. Erzbischof Zollitsch, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Herzlichen Dank für die Glückwünsche. Diesen Tag haben unzählige Hände geschüttelt. Worüber haben Sie sich denn am meisten gefreut? Ja, da ist wahrscheinlich laut bei Ihnen. Herr Zollitsch, vielleicht hören Sie mich jetzt. Jetzt höre ich Sie, jawohl. Ja, ich wollte eigentlich nur wissen, über was Sie sich denn heute an Ihrem Jubeltag am meisten gefreut haben. Ja. Ich habe erleben dürfen, wie viele Menschen heute mitfeiern, wie viele mich mit ihrer Sympathie begleiten, wie viele Menschen auch den Weg mitgegangen sind. Insofern ist gerade dieser Geburtstag und diese Feier ein großes Geschenk für mich. Und ich freue mich über die vielen Menschen, die hier sind, denen ich begegnen darf und mit denen ich ins Gespräch komme und die alle ihre Freude zum Ausdruck bringen, aber auch ihre Glückwünsche mir aussprechen. Ja, allerdings mit 75 muss ein Erzbischof dem Papst seinen Rücktritt anbieten. Das ist so vorgesehen. Haben Sie den Brief an Papst Franziskus denn schon geschrieben? Nun, heute feiere ich mal. Das ist für mich wichtig. Und Sie wissen, dass es heißt, mit Vollendung des 75. soll man Rücktritt anbieten. Selbstverständlich habe ich mit dem Papst schon Kontakt aufgenommen. Und wir werden klären, wie das Ganze nun weitergeht.
Mhm. Ja, müssen wir dann damit rechnen, dass Sie dann aus dem Amt scheiden? Augenblick mal, nochmal, ja? Wir müssen dann damit rechnen, dass Sie nächstes Jahr aus dem Amt scheiden. Ja, ich gehe davon aus, dass ich die Aufgabe, die ich jetzt habe als Vorsitzender-Bischofskonferenz, noch voll wahrnehme. Und dann denke ich im Laufe des nächsten Jahres, wenn ich dann schon die 76 Jahre habe, denen entgegengehe, dass ich dann auch langsam meinen Amtsverzicht auch wirklich wirksam wird. Denn dann sollen andere diese Aufgabe wahrnehmen. Und dann? Was für Pläne haben Sie danach? Gut, ich bin nach wie vor Bischof. Und wenn mein Nachfolger meine Mitarbeit will, dann will ich die gerne zur Verfügung stellen. Und zugleich denke ich auch, dass ich dann mehr Zeit und Muße für mich habe, sodass ich manche meiner alten Hobbys wieder aufleben lasse. Ich wandere gerne im Schwarzwald oder ich habe schon als Schüler mich um Schmetterlinge gekümmert, um Pflanzen gekümmert. Ich habe auch früher schon eine Sternenkarte gehabt und die Sterne beobachtet, sodass sogar ein Fixstern, ein Planet nach mir benannt wurde. Und ich denke, dass ich diese Hobbys wieder aufleben lassen kann. Und das gehe ich mit viel Zuversicht dem entgegen. Also, Erzbischof Zollitsch, wir wünschen Ihnen alles, alles Gute, natürlich auch für die Zukunft und noch eine tolle Feier heute Abend. Ja, ich danke Ihnen für die guten Wünsche. Das tut immer gut, wenn Menschen es gut mit einem meinen.